auch so ganz viele, das müssen wir nicht groß streuen. Er hat recht behalten, also herzlich willkommen zu unserem nun schon langsam regelmäßigen Freitagsabendveranstaltungen hier. Vor 14 Tagen hatten wir jemanden, der uns auf Blackout und die dazugehörige Vorsorge vorbereitet hat. Und heute haben wir jemanden, der uns vielleicht erzählt, wodurch es zu einem Blackout kommen könnte. Nee, das war jetzt eine bisschen holprige Überleitung, das gebe ich zu. Muss den Gast natürlich nicht vorstellen. Da könnten wir fast sagen, das hätten wir alles wissen können. Ja, wir vielleicht nicht, aber Fedor hat zumindest alles gewusst. Und die Militärs, mit denen ich gewählt habe, auch. Es ist erstaunlich, was passiert ist. Ich weiß heute immer nicht, warum die Russen einmarschiert sind. Denn der eigentliche Grund für den Krieg hat überhaupt nichts mit dem zu tun, was in der Zeitung steht. Es ist ein Vorgang, der BlackRock, Vanguard und die dritte Firma, weiß ich jetzt nicht, also das Kapital von London zum Ende. Es existieren da schon Karten, die da also schon zeigt, dass die Gegend um Lemberg, das schon wieder unter dem polnischen Einfluss steht. Ich habe Ukrainer darauf angesprochen, jetzt eher Unbedarfte, die hier aus Flüchtlingen hergekommen sind zum Beispiel, weil sie keine Bomben abkriegen, was ich ganz gut verstehen kann. Und die meinten, ja, die Polen, die helfen uns im Moment so sehr und die Guten. Und hab's dann einen etwas politisch bewanderten Ukrainer gefragt und der sagt, naja, die Polen verhehlen das kaum, dass ihnen die Gegend um Lemberg schon wieder ganz gut gefallen könnte. Nichts, weil es geht noch um einen Überblick, den wir kriegen müssen. Wollen Sie nun Russland oder wollen Sie Sowjetunion? Russland wäre mit dem Königreich Polen als souveränes Land, also ein bisschen souveräner. Und Sowjetunion wäre einfach alles gehört der Sowjetunion. Umgesetzt, damit wir an der Grenze sind, man hat vorher das Protektorat geschaffen. Und dann das aufgelöst. Also da wollte man Krieg machen. Ansonsten will man uns, Deutsche, von den Russen trennen, weil wir eigentlich eine wunderbare Symbiose wären, falls wir zusammenkommen. Wir kommen alle zusammen. Also ich habe da keine Bedenken. Gestellt. Wenn demnächst der Traditionsverband der Kriegsmarine sich in Chemnitz trifft, ob wir dann noch die Reichskriegsflagge vors Rathaus hängen. Und daraufhin hat die Frau Ludwig, damals noch die Oberbürgermeisterin, einen Erlass gemacht, dass in Zukunft vor dem Rathaus nur noch die Stadtflagge, die Sachsenflagge, die Bundesflagge und die Europaflagge gehisst werden dürfen und keine anderen mehr. Weil da wollen sie sich dann nicht drauf einlassen. Also, man muss sie manchmal mit den eigenen Waffen schlagen. Gibt. Dann habe ich persönlich wenig Angst vor Russen, denn mir sagte jetzt neulich, also ich hatte es schon vorher mal gehört, aber jemand bestätigt es mir, der einfach aus dem Westen war und dort in der Schule aufgepasst hatte, dass man dort schon in der Schule den Leuten, also NATO und Bündnis, alles behandelt wurde, dass dort schon gesagt wurde, ja, und wenn die Russen angreifen werden, dann wird die NATO auch durch Atomwaffen und andere giftliche Dinge diesem Einmarsch quasi Einhalt gebieten. Und das kriegen dann wir hier auf den Kopf. Ich bin mir nicht so sicher, dass es überhaupt Atomwaffen gibt. Also, du könntest giftige radioaktive Waffen herstellen. Aber Atomwaffen selber. Ich schalte mal bitte ins Internet. Wir haben die eigenartigsten Meldungen. Professioneller Krieg wird das. Aber nicht immer gegen die Bevölkerung. Wer solches denn werden? Ja? Ich bin sowieso der Meinung, hier ist ein viel größeres Spiel im Gange. Wer hat den Westen
werbunfähig gemacht. Die gesamte Bevölkerung im gesamten West ist passiv, ist pazifistisch, können nicht mal mit Waffen umgehen, sind nicht ausgebildet. Wir haben der hat sich ja jetzt erstaunlich offen gegen die Energiewende und auch gegen die Sanktionen ausgesprochen. Wie kommt denn das? Ist der plötzlich zur Vernunft gekommen oder haben wir da andere Hintergedanken zu vermuten? Was ist deine Ansicht dazu? Naja, das ist dann der Plan B, wenn die Russen kommen. Ja. Das ist ja hier auch versucht werden, die Parteienlandschaft zu erhalten. Und da möchte man dann schön als Fortschrittlicher mit über die Bühne gehen. Ich glaube nicht, dass die Sachsen so bescheuert sind, nochmal Parteien zu wählen. Dann werden sie einfach verrückt. Wir sind so weit, dass wir verstanden haben, dass Parteien eben das Grundübel sind. Und dann ist Chemnitz also nicht mehr sicher. Das kennt man ja, wie sich das anfühlt, ältere Leute, wenn englische, amerikanische Bomber hier angreifen. Es kommen doch nicht die Engländer oder die Amis. Sie wollten ja die Deutschen umbringen. Churchill, ja. Wir wollen das deutsche Volk vernichten. Wollen die immer noch zu viele? Ja, ich glaube, jetzt haben sie sich ein bisschen anders überlegt. Sie brauchen uns ja wieder. Die gesamte Welt braucht Deutschland, weil ein bisschen was zu erfinden ist. Und irgendwie, eigenartigerweise, könnte das niemand. Seit 1945 ist nicht ein Produkt erfunden worden. Nicht ein einziges neues Produkt. Und jetzt will man eine Welt anfangen mit Wettbetten und solchen Sachen. Und wie heißt das Schauwerber? Also, man will eine neue Welt bauen. Und da braucht man die Deutschen. Aber die Deutschen natürlich nur, wenn sie frei sind. Denn die muss man. In dir frei sein. Stell gerne mal Leuten so diese Fangfrage, was denkst du denn? Also Kaiserreich, das war ja so militaristisch, wissen wir ja alle aus der Schule noch, mit Pickelhaube und Polizei. Die Zahl der Polizisten, die es zum Ende des Kaiserreiches gab, ins Verhältnis gesetzt zur Zahl der Polizisten, die es jetzt gibt. Was schätzt du? Hundertfach jetzt. Gar nicht ganz.